Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, immer wenn ich hier den Flipchart habe, da gibt es etwas zu erklären. Und zwar geht es heute mal um das Thema Moneyness. Okay, ich weiß, Basic-Thema, aber ganz, ganz wichtig. Und warum, sage ich euch jetzt gleich nach diesem kleinen Vorspann. Warum sind die Basics so wichtig? Wir hatten letzte Woche Einstellungsgespräche und ganz, ganz viele junge Menschen haben sich beworben, bei uns hier als Händler zu arbeiten. Und wir haben, ich glaube, 60 oder 70 Bewerbungen allein für den Posten als Händler gehabt. Wir haben dann ausgesiebt, wir haben am Ende noch 10 Teilnehmer hier eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und die waren dann alle hier, 10 Leute, wirklich super, super Typen, also Respekt an alle, die da waren, ganz, 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 ganz tolle Menschen. Und was wir gemacht haben, wir haben den ganzen Tag über verschiedene Tests gemacht mit denen. Unter anderem haben wir auch natürlich auch gleich zu Beginn einen Test über das Thema Optionen gehabt. Wer bei uns als Optionshändler anfangen will, muss ja nicht zwingend etwas über den Optionshandel wissen, ne? Sondern das ist ja unser Job, das bringen wir denjenigen schon bei, aber wir wollen natürlich so ein gewisses Grundwissen setzen wir einfach voraus. Und was wir dann festgestellt haben, dass alle das Prinzip mit den Optionen verstanden hatten. Der eine hat schon gehandelt, der andere noch nicht. Aber was wir festgestellt haben, die meisten Probleme, und das stelle ich auch immer wieder bei den Starter-Seminaren fest, ist dieses Thema Moneyness. Also dieses out of the money, in the money, at the money. Wo ist denn das? Ne? So, da gibt es immer Schwierigkeiten. Die alten Hasen unter euch, ne, die werden jetzt an der Stelle abschalten, werden sagen, hey, komm, altes Ding kenne ich doch schon ewig. Aber es gibt ja immer viele, die neu einsteigen in das Thema und für die ist das gar nicht so banal, wie es uns jetzt vielleicht erscheinen mag. Und deswegen erkläre ich es nochmal hier ganz einfach und ich versuche euch eine kleine Eselsbrücke mitzugeben, okay? Sodass ihr euch das ganz, ganz einfach merken könnt. Also, stellen wir uns vor, wir haben hier einen Preis und wo liegen jetzt die einzelnen Optionen? Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Nämlich at the money Optionen. Optionen am Geld. Wo sind die? Richtig, genau hier, da, wo wir aktuell sind, at the money. Und zwar sind das jetzt hier sowohl die Calls als auch die Puts. Also wenn du eben jetzt hier einen Preis hast, was weiß ich, Underlying ist irgendwie bei $50.34, dann sind eben die Optionen mit Strike 50, 51, vielleicht sogar noch 49. Und zwar alle Calls, alle Puts, die da liegen, das sind At-the-Money-Optionen. Okay? So, ganz, ganz simpel. So, jetzt kommen wir zu dem Thema In-the-Money. In-the-Money-Optionen. Und In-the-Money-Optionen kannst du dir ganz einfach merken, indem du dich immer wieder fragst, hat diese Option ein Recht, bei dem es sich lohnt, dieses auszuüben? Also macht es wirtschaftlich Sinn? So, jetzt musst du dir also wissen, welches Recht beinhaltet eine Put-Option? Eine Put-Option beinhaltet das Recht zu verkaufen. So, jetzt überlegen wir mal. Du hast einen Put gekauft, der gibt dir das Recht zu verkaufen. Wenn jetzt der Preis dieser Put-Option oder der Strike dieser Put-Option hier ist, hier unten, ne? Aber der Preis der Aktie ist viel höher oder des Futures, macht das dann hier unten Sinn? Nein. Deswegen kann das keine In-the-Money-Option sein, sondern ein In-the-Money-Put. Hier, Put ITM muss immer oberhalb des aktuellen Preises liegen. Und wenn eben die Puts oben liegen, dann müssen die Calls unten liegen. Das heißt, ein In-the-Money-Call, der liegt eben hier unten. Warum? Auch hier wieder, überprüft das ganz einfach mit dem Recht. Ich habe das Recht zu kaufen. Und wo macht es Sinn zu kaufen? Unterhalb des aktuellen Preises. Das macht Sinn und deswegen ist es ein In-the-Money-Call. Macht es Sinn, hier oben zu kaufen, wenn hier der Preis ist? Nein. Also hier unterhalb des aktuellen Preises. Und wenn du das hast, dann weißt du natürlich auch schon, wo die Out-of-the-Money-Optionen sind, ne? Die wir ja zum Beispiel als Optionsverkäufer sehr, sehr häufig nutzen. Wir verkaufen sehr häufig Out-of-the-Money-Optionen. So, und wo liegen die jetzt? Out-of-the-Money-Calls? Die liegen hier oben. Und Out-of-the-Money-Puts, die liegen hier unten. So, und das ist alles, was du dir zu diesem Thema merken musst. Ja? Komplizierter ist es gar nicht. At-the-Money-Optionen direkt am Geld, egal ob Calls oder Puts. Oberhalb liegen die Out-of-the-Money-Calls, die In-the-Money-Puts. Und unterhalb die Out-of-the-Money-Puts, die In-the-Money-Calls. Das ist alles, was du wissen musst. So, und
Das ist jetzt relativ simpel erklärt, aber so simpel ist es auch. Und wir versuchen zum Beispiel auch hier in unseren Ausbildungen im Starterseminar auf der Akademie, da haben wir dies ja schon dreimal gemacht, dreimal ausverkauft, versuchen wir eben alles, auch diese ganzen Basics, die du einfach brauchst, wirklich kompakt zu machen. Weil viele übertreiben das immer, die machen es total kompliziert und dann gibt es da ganz komplizierte Begründungen und Erklärungen. Aber ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Wenn du dich für das Thema Optionen interessierst, dann hoffentlich deshalb, weil du es in der Praxis anwenden willst. Wenn du also sagst, ich möchte das wissenschaftlich theoretisch machen, ja, kannst du das gern tun, dann sind wir aber der falsche Ansprechpartner dafür. Bei uns geht es um Praxis. So, und deswegen, wenn du zum Beispiel als Unternehmer, als Selbstständiger sagst, ich möchte in einer kompakten Form meinen Einstieg in den Optionshandel machen, dann mach ein Beratungsgespräch, schau dir an, was wir dir im Starterseminar alles anbieten können, was wir dir überhaupt in der Akademie anbieten können, und dann komm einfach hierher und in 3 Tagen bekommst du von uns kompakt dieses Wissen. Weil in diesen 3 Tagen geht es vor allen Dingen darum, Zeit zu sparen. Weil wenn du heute sagst, ich möchte mit dem Handel von Optionen anfangen, da geht es nicht darum, dass du ein Jahr Vorbereitung machst. Wenn du heute sagst, ich will jetzt anfangen, dann ist das innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit möglich. Ja, dann brauchst du ein paar Tage, aber du brauchst da keine Monate oder Jahre, ewig dieses alles ausdiskutieren und alles in die Tiefe gehen und dann nochmal nachschlagen. Komm ins Handeln und mach es schnell, weil in der Praxis lernst du es und nicht in irgendwelchen theoretischen Ausbildungen. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich hier bald in der Akademie und natürlich auch hier im nächsten Video. Wie immer freue ich mich auf eure Bewertungen und Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.